Wegen der Sachen, die du haben wolltest. Ja? Hier sind sie, Sachen gepackt und fertig zum Aufbruch. Oh, endlich! Mein Schicksal nimmt seinen Lauf. Also los, gehen wir! Nun, wie wirken diese Boyard und Daguerach auf so einen Gorgor? Ruhe bitte! Ich muss mein Phantasma konzentrieren. Schon gut. Wie weit ist es denn bis zur Insel? Willst du hier aussteigen? Nein, nein, aber wie lange wird es noch dauern? Ah, du freust dich auf die Jagd, stimmt's? Nein, ich interessiere mich nicht für deinen Gorgor, Oru. Ich muss nur das Mon holen. Oh, das ist wichtig, nicht wahr? Sehr. Wie der Tod des Gorgors für mich. Wir alle haben unsere Bestimmung. Verflixt, wie lange dauert diese Fahrt denn noch? Wieso, Ulukai? Hast du Angst vor Booten? Hey, ich bin ein US Navy SEAL. Es gibt nichts, was mich auf dem Wasser schocken kann. Dann könntest du vielleicht auch ruhig sein, während ich mich auf den Kampf vorbereite. Was hat dir das Tier getan, dass du so aufgebracht bist? Na, du verstehst nichts von der Bestimmung eines Feejägers. Dieser Gorgor hat den letzten Kampf gewonnen und mich fast umgekehrt. Aber eben nur fast. Du solltest doch froh sein, dass du noch lebst. Nein! Ich habe versagt. Ein Jäger, der von einem Tier besiegt und nicht umgekehrt wurde, ist kein ebenbürtiger Gegner für das Tier gewesen. Dieser Gorgor fürchtete mich nicht und ließ mich am Leben. Das ist nur ein Tier, Oru. Es kann nicht denken, es handelt einfach. Dieser Gorgor ist anders. Er ist schlau. Du wirst schon sehen. Ich habe schon zu lange für diesen Mond gebetet und er weiß, dass ich wiederkomme, um ihm Respekt beizubringen. Wenn du ihn tötest? Du hast komische Ideen, Oru. Warte nur ab! Warte einfach ab! Na los, Oru, gehen wir. Hey! Hey, was machst du da? Verdammt! Verdammt, Oru, warum machst du denn den Quatsch? Ich werde die Insel erst dann verlassen, wenn der Gorgor besiegt ist. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wie sollen wir denn jetzt von hier wieder wegkommen? Darüber können wir uns Gedanken machen, wenn ich mein Schicksal erfüllt habe. Sekunde mal, was stimmt mit dir nicht? Der Gorgor! Der Gorgor ist doch nur ein dummes Tier. Wegen eines blöden Viehs hast du uns hier auf der Insel stranden lassen, du verrückter Idiot. Du winselst wie ein Tornar. Irgendjemand wird uns schon suchen. Sie werden wissen wollen, was das für ein Lärm war. Ach ja? Und weil das so sicher ist, musst du gleich mein Leben riskieren, Oru? Ich habe hier etwas zu erledigen und du bist vielleicht gerade dabei, es zu vermasseln. Du willst dieses Mon wirklich unbedingt haben, oder? Es befindet sich auf der kleinen Insel nordöstlich von hier. Aber du wirst sie nicht erreichen. Wie meinst du das? In dem Wasser zwischen dieser Insel hier und der, auf dem sich das Mon befindet, gibt es Sanekta. Das einzige Wesen, das hinübergelangen kann, ohne umgekehrt zu werden, ist der Gorgor. Die Sanekta fürchten ihn und fliehen, wenn sie seinen Atem im Wasser riechen. Oru, du machst mich noch wahnsinnig. Du hast mir versprochen, mich zum Mon zu bringen. Hör schon auf zu jammern, wenn ich den Gorgor erst umgekehrt und mein Schicksal erfüllt habe. Brauchst du dich nur neben ihn zu stellen, um wie er zu riechen. Halt die Klappe, alter Tatagreis. Dass ich darauf reingefallen bin. Ich werde dieses Mon holen und dann von diesem verdammten Felsen verschwinden. Fürchtest du den Gorgor? Oh, das solltest du. Er ist sehr gefährlich. Ja, ja, ich weiß. Er ist groß wie ein Haus, springt mit einem Sprung über einen ganzen Berg, bla bla bla. Höheres Wesen, ha, ha! Viel mehr ängstliches Wesen!
Der würde doch schon umgekehrt, wenn er den Gorgonor sieht. Wie zum Teufel komme ich dahin? Genau, hier drin. Verdammt, Oru, jetzt sag schon. Hä? Was hast du gesagt, Ulukai? Heilige Scheiße, Oru, hinter dir. Oru, nein, du Idiot. Pfui, Teufel. Na, großartig. Jetzt stinke ich wie dieser Gorgor. Ich fürchte, ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Welche, Ulukai? Oru hat es nicht geschafft. Dieser Gorgor hat ihn erwischt. Er wurde von dem Gorgor umgekehrt? Oh, sein Phantasma muss wieder erwacht sein. Du findest das gut? Du musst die Jäger verstehen, damit du weißt, wieso ich mich für Oru freue, Ulukai. Hast du das Mon gefunden? Aber klar. Dann bist du dem Sieg über Feran näher gekommen. Khazars Worte werden wahr. Armer Oru, langsam aber sicher wuchs mir der alte Kauz ans Herz. Slate! Slate hier, was ist, Wolf? Wir werden angegriffen. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Verstanden, ich mache mich auf zum Lager. Ich bin nicht mehr im Lager. Ich wollte den Talanern helfen. Was? Verdammt, Wolf, Sie sollten doch da bleiben. Nicht jetzt, Cutter. Wir stecken in Schwierigkeiten und halten hier nicht ewig aus. Wie ist Ihre Position? Moment. Hey, wo sind wir hier? Wir sind nördlich der Barriere in Shamazar. Barriere in Shamazar? Geht das auch präziser? Ich habe das letzte nicht verstanden, Slade. Gehen Sie nach Nordwesten und bitte pronto, Marion Ende. Wolf, Wolf, kommen, Wolf! Verdammt, als wenn ich noch mehr Ärger gebrauchen könnte. Zugriff auf notwendige Energie geortet. Thank you.
Sie beanspruchen Ihren Schutzengel in letzter Zeit aber auch ziemlich, oder? Ist ja schon gut, Wolf. Aber ich sagte doch, Sie sollen im Lager der Wächter bleiben. Was machen Sie dann hier? Ich sollte doch bei den Wachen bleiben. Als ich hörte, Sie würden dieses Trainingslager der Ventilopen angreifen, entschloss ich mich, Ihnen zu helfen. Sie wissen, dass ich das anders meinte. Das ist das zweite Mal, dass Sie einen Befehl missachten und mich in Schwierigkeiten gebracht haben. Das ist wirklich nicht fair, Slade. Ich wollte nur helfen. Nebraska drohte... Das ist Vergangenheit, Wolf. Daran wird sich sowieso niemand erinnern, wenn die Wächter nicht bald die Sonde finden. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich mit dem Ausgang der Anhörung nicht das Geringste zu tun hatte. Meine Mutter... Die Senatorin hat Sie nicht zum Lügen gezwungen, Marion. Und das wissen Sie. Sie wollten und konnten den Folgen nicht ins Auge sehen, die Ihr Verhalten gehabt hätte. Das stimmt nicht! Ach nein, warum haben Sie sich dann nicht gegen Sie gewehrt? Ich weiß, Sie können das. Sie haben doch auch gegen Ihren Willen Journalismus studiert. Woher wissen Sie das? Ich kann lesen, Wolf. Der Artikel im Time-Magazin über Ihre einflussreiche Familie war sehr aufschlussreich. Ach, das Ding. Ja, genau. Und abermals bin ich es, der hinter Ihnen herräumt. Vielleicht interessiert Sie das ja nicht besonders, aber es gibt keine Nacht, in der ich nicht schweißgebadet aufwache und Nebraska vom Kran stürzen sehe. Sein Schrei scheint nicht enden zu wollen. Ich weiß sehr wohl, dass ich Mist gebaut habe. Ich habe denselben Traum, Wolf. Aber jetzt im Moment habe ich keine Zeit, den Babysitter zu spielen, während Sie sich zur Wiedergutmachung als Heldin probieren. Babysitter? Ich habe den Laden in die Luft gejagt, weil ich Ihnen helfen wollte. Danke. Und jetzt bewegen Sie Ihren Hintern zurück ins Lager. Vielleicht werden Sie ja eines Tages klüger, Slade. Ich habe gehört, sich dauerhaft wie ein Arschloch zu benehmen, ist nicht gut für den Cholesterinspiegel. Jetzt muss ich mich wohl geehrt fühlen. Nicht jeder kann behaupten, dass sich das ganze Universum gegen einen verschworen hat. AKP-12-Munition geortet.